Es muss ja nicht gleich der sprichwörtliche Golfrasen sein, aber ein schöner, saftig grüner Rasenteppich ist schon ein besonderer Anblick. Er bietet dem Auge Entspannung und lässt Blumen und Sträucher erst so richtig zur Geltung kommen. Aber natürlich wird die Rasenfläche auch genutzt. Zum Ausruhen und Spielen und natürlich auch zum Feiern. Im Gegenzug für diese Nutzung möchte Ihr Rasen nur ein wenig umsorgt werden. Aber keine Angst, denn der Aufwand ist geringer, als Sie vielleicht denken. Wie jedes andere Lebewesen braucht auch Ihr Rasen Luft zum Atmen. Also raus mit diesem Rasenfilz. Um den Rasen so richtig durchzulüften, ist die gesamte Fläche einmal in Längs- und einmal in Querrichtung zu vertikutieren. Dies sollte bei trockener Witterung geschehen. Dabei wird der Rasen nicht nur von Moos und Unkraut befreit, sondern auch gleich für das anschließende Düngen und Nachsehen gelockert. In der Regel sollte das jährliche Vertikutieren zwischen März und Mai erfolgen. Es kann aber auch später im Jahr nachgeholt werden. Vorheriges Aufbringen von Eisendünger erleichtert die Arbeit übrigens. Na, das sieht ja weniger nach einer gepflegten Rasenfläche und mehr nach einem Stoppelacker aus. Aber das Rasenpflegeprogramm hat ja gerade erst begonnen und jetzt geht's an die Regeneration. Nach dem Vertikutieren ist es ratsam, den Rasen umfassend zu düngen, was ihm wichtige Nährstoffe zuführt und ihn strapazierfähiger macht. Muss noch an lichten Stellen nachgesät werden, kann der Nachsaatrasen ohne Umgraben aufgebracht und leicht ins Erdreich eingehakt werden. Anschließend empfiehlt sich statt des gängigen Langzeitdüngers die Verwendung eines Startdüngers, der auf die besonderen Ansprüche der jungen Rasenkeimlinge ausgerichtet ist. Schon innerhalb kürzester Zeit erhält man so bereits wieder einen dichten, grünen und strapazierfähigen Bewuchs. Gartenarbeit macht ganz schön durstig, aber das kennen Sie ja sicher auch. Und Ihr Rasen? Der weiß eine Erfrischung auch zu schätzen. Besonders nach der Aussaat ist die Bewässerung ausgesprochen wichtig, um den keimenden Rasen permanent feucht zu halten. Am besten sorgt man daher morgens und abends für die ausreichende Berieselung mit einer Dusche. Aber auch grundsätzlich gilt es, den Rasen regelmäßig zu wässern, bei anhaltender Trockenheit ein- bis zweimal pro Woche. Dies sollte morgens oder abends erfolgen, damit nicht zu viel Wasser verdunsten kann. Manche sagen, das Rasenmähen ist nach dem Fußball der Deutschen liebster Volkssport. Aber warum auch nicht? Schließlich ist man an der frischen Luft, man bewegt sich und hat am Ende auch noch ordentlich was geschafft. Außerdem gibt es kaum etwas, was besser riecht als frisch gemähter Rasen. Also los! Das Wichtigste beim Mähen ist die Schnittlänge. Schneidet man den Rasen zu kurz, kann er nicht nachwachsen. Es empfiehlt sich daher, den Mäher auf eine Schnitthöhe von 4 bis 5 cm einzustellen, in Schattenlagen oder nach längerer Trockenheit sogar nur auf 5 bis 6 cm. Zudem sollte der Rasen einigermaßen regelmäßig gemäht werden. Na, habe ich zu viel versprochen? Der Aufwand für einen schönen Rasen hält sich doch nun wirklich in Grenzen. Genau genommen macht die Pflege sogar Spaß und Ihr Rasen hält so auch den größten Strapazenstand. Glauben Sie es mir.